Hier meldet sich der Signal Iduna Park. Am Mikrofon Manni Breukmann und Frank Buschmann. Ja, gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Stadion? Also für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv keinen Favoriten hier erkennen. Naldo. Ein Ball, zwei Spieler. Wer kriegt ihn? So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Erst die Grätsche und jetzt blasen sie zur Attacke. Jetzt schießt er und erstmal nur abgewehrt. Der Schiedsrichter signalisiert, das lasse ich nicht durchgehen. Schmelzer. Großkreuz. Götze. Piszczek. Das sieht gut aus. Was für ein Auge. Was für ein genialer Pass. Und jetzt geht's hier los. 1:0. Keine 25 Minuten gespielt. Und das setzt natürlich auch den Gegner unter Druck. Das wird jetzt aber eine kleine Diskussion mit dem Trainer nach dem Spiel. Da bin ich mir 100% sicher. Dann guck dir das mal an. Das ist kein Torhüterspiel, was er da abliefert. Fritz. Naldo. Ganz sicher hat er das gemacht. Gut geflankt hat er. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Es gibt Freistoß, so steht es in den Regeln. Also wenn er den nicht gesehen hätte, aber er hat ihn gesehen. Er pfeift den Freistoß. Aber Manni, jetzt pass mal auf, da gibt es 3, 4 Spezialisten und das ist fast schon wie ein Elfmeter, dieser Freistoß. Pizarro. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Ekichi. Großkreuz. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Er hält ihn fest, er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Piszczek. Ekichi. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Götze. Das könnte eine Torchance geben. Erstmal geklärt. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Ball im Aus, gibt Einwurf. Pizarro. Die Chance zum Angriff. Kehl. Schmelzer. Reingespielt. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Bender. Den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld. Dafür garantiere ich. Kehl. Schöner Pass. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Piszczek. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Bender. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Flanke.
Flanke wie aus dem Lehrbuch. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Hier wird richtig gekämpft. Götze. Pizarro. Götze. Und der ist alleine durch. Da könnte was draus werden. Ein klassischer Lattentreffer. Und was für ein Tor. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. Tja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Parkfrede. Markus Rosenberg. Großkreuz. Kagawa. Pizarro. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Das ist ein ganz einfacher Ball. Da sagt der Torhüter: Danke. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Und das macht er richtig gut. Den Ball sofort verarbeitet. Da war er ganz nah dran an seinem Tor. Aber der Ball geht irgendwie knapp über die Latte. Subotic. Götze. Auch auf den Flügeln musste die Zweikämpfe gewinnen. Auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. Achtung! Gut gemacht vom Torwart. Da merkt man richtig, die passen zusammen. Diese Mannschaft und diese Fans auf den Tribünen. Ja, Manni, da kann man wirklich sagen, da ist der Funke übergesprungen. Und zwar von der ersten Minute an. Das ist großartiger Fußball. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Ja, tolle Chance. Ja, das war Abseits. Markus Rosenberg. Schuss und... Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Ball genau auf den Keeper. Hummels. Schmelzer. Großkreuz. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Markus Rosenberg. Bender. Piszczek. Götze. Das hat er stark gemacht. Klasse gehalten und festgehalten. Großkreuz.
Kagawa. Und per Kopf. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er den Ball auch noch fest. Naldo. Klasse Zuspiel. Möglichkeit jetzt. Und jetzt. Der Ball war im Tor aus. Ecke für Borussia Dortmund. Auf Verluste, Gretscher rein und hat die Kugel. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Kehl. Ja, der Pass kommt an. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Stark gemacht. Was für ein Torwart haben wir heute. Unbezwingbar, der Mann. Ich würde jetzt fast Wetten annehmen, dass der heute keinen kassiert. Nimmt ihn mit dem Kopf. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Also das darf überhaupt nicht passieren, in dieser Situation den Ball zu verlieren. Da setzt er zur Grätsche an. Und es gibt noch mal einen Freistoß. Es ist nicht mehr sehr lang zu spielen. Es gibt noch mal Freistoß. Und das könnte die Gruppe. Ein mittelmäßiger Freistoß und gut gehalten. Ja, da kann er fast drüber lachen, so locker unter dem Raus. Versucht's per Kopf. Wie kann denn sowas passieren? Schöner und. Kagawa. Jetzt ist er ganz frei. Ab da werden sie aber mit Glück kiloweise zugeschüttet. Der stand vollkommen frei. Und Gott sei Dank im Abseits. Hummels. Pass in den Strafraum. Gut abgefangen. Und schon wieder Eckball. Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Oh, gut blockiert vom Verteidiger. Jetzt ist sofort abgezogen. Und weiter heißt es aufgepasst. Fehlerfrei, beim zweiten Mal zumindest. Das hat der Keeper gut gemacht. Jetzt kann er flanken. Beim Fußball musst du in jeder Situation hellwach sein. Das war er hier nicht. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Super Flanke. Also die Chance hat er vertan. Der Schiedsrichter tut das, was er immer tut. Er pfeift. Und zwar die Partie ab. Freundschaftsspiel gewonnen. Jetzt gibt's Steak statt Königsberger Klopse. Herrlich und. Nicht, dass sie davon dick werden, aber sie kriegen eine breite Brust. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.